So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5 mit dem Daniel und mir. Hier gibt's noch Zeug überall, ne? Kannst du dir. There's just no end to that! Bad! We've gotta hold out till Kurt gets here! Oh, Dieter! Oh, Arsch! Zack! Mir geht's gut. Oh, Daniel! Jetzt moin! Genau. So, Moment, ich muss mal. Wie kann ich denn die Waffen so hinschieben, dass ich will die Uzi und die Pistole benutzen können? Ja, wie gesagt, das Kreuz, ne? Also. Lebt er noch? Bam! Ja, wo wollt ihr hin? Ja, du bist so gut wie tot, mein Freund. Oh, Alter, Leute, wir müssen nicht überleben. Ich werde das Gefühl nicht los, die sind hinter mir. Das könnte gut sein, dass mal einer hinter dir ist. Überall Moneten. So, Moment. Oh oh. Daniel, ich habe ein Problem. Ja. Zack! Oh, jetzt schnell weglaufen. Hinter dir! Ne, hinter mir! Hilfe! Jesus Christi! Nicht überall Munition, ne? Ja, ich verstehe. Ist gut mit der Munition. Immer schön alles aufnehmen, was du findest. Natürlich. Ist ja nicht so, dass ich mich gerade verbunker. So, wie hau ich? Scheiße. Sorry to keep you waiting. Oh, ist gleich vorbei. Take out the door. Find some cover. Jetzt. Geschafft. Echt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, wir brauchten nur Zeit, bis wir so schon aushalten. Ach so. Also ich werde an der Stelle nicht fahren. Das wird schon mit der Zeit. Geil. Ja, so gefällt mir das natürlich. Mit einem fetten Kabumkrach. Bang. Ende des Kapitels 1. So, Chris C. A. S. Hey, gestorben 0. Beenden Sie das Kapitel 1-1. Ja, ich habe auch 1000 Punkte, du Arsch. Kriegt man auf normal. Auf leicht hättest du jetzt bloß 800 oder so. Kriegst, oder 700, 600. Okay. So, wie verwalte ich das jetzt? So, du musst jetzt zum Beispiel da die Waffen, genau. Dann, also auf die 4 Punkte, da würde ich dann immer die Waffe hinlegen, ne? Mhm. Die Granaten würde ich rausmachen. Dann würde ich ein grünes mit dem roten vermischen. Kombinieren. Granaten kannst du rausschmeißen. Scheiße, ich glaube, ich hab's entfernt. Ja, entfernen, da packst du es in dein Inventar unten rein. Oh, warte mal. Das Inventar? Hä, ich habe eine Waffe im Inventar, die ist besser. Dann nimmst du die eben. So, für die MG hast du zwar jetzt keine Munition, aber finden sicherlich welche. Woher soll ich jetzt wissen, welche besser ist? Ja, das sind die ganze eine verkaufen.
Ah, nicht verbessern. Verkaufen. Ja. Für 200 plus. Das Ding kostet 2000 im Einkauf. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen... die Granaten kannst du auch rauspacken. Nein. Doch, die Granaten pack mal raus und die 27 Schuss für die Pistole pack auch weg. Ups. Nicht mir geben. Entschuldigung. Entfernen drücken. So, ein Spray kannst du auch rausschmeißen in dein Inventar rein. Ja. Was mit den Schätzen? Die kannst du verkaufen immer. Wenn du so. R2 drückst, die kannst du sofort verkaufen. Die musst du nicht aufheben. Du mir jetzt ja, hier das mal. Du hast mir das gegeben. Weiß ich nicht. Aber ich kann dir nur die Waffen kaufen, die ich bisher gefunden habe. Dann packen wir noch das Heilspray in deinem Inventar rein. Also entfernen bringen. Genau. Muss nicht so viel Heilung mitnehmen. So, und ich kann ja nur das an Waffen kaufen, was ich bisher habe, ne? Genau. Oh, ist das scheiße. Die schalten sich nach und nach dann frei, aber du findest, ich zeig dir jede Waffe, wo die rumliegt, ne? Du wirst schon keine verpassen. Ja, was, das ist so teuer? Alter, ich hab voll viel Moneten und das ist alles so teuer. Naja, muss man ein bisschen sparen. Zum Anfang kann man noch nicht so viel kaufen. Ja, ist alles zu teuer. Okay, fertig. Ich bin fertig. Moment. Alles klar, Leute, wie ihr merkt, bin ich wirklich ein Noob im Fleischwolf gerade jetzt. Keine Ahnung von nichts. Bist du fertig? Moment. Bist du fertig? So. Bist du fertig? Ich hab eine Waffe noch schnell aufgerüstet. Bist du fertig? Ja. Ihr Partner ist noch nicht bereit. Oh, Partner heilen. Kirk, we owe you one. So. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha. Ich brauche Muni für die Uzi. Ja, ich weiß, das war, die hättest du aufhören müssen. Das sind diese blauen Pakete. Jetzt ist natürlich nichts mehr da, ne? Das sind diese blauen Pakete, die dann immer rumliegen, ne? Muss mich übrigens muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Hier, komm mal hier rein, in der kleinen Hütte. Wie mache ich die Karte? Komm hier. Warte mal. Das, warte mal, irgendwie. Wie ging das mit der Karte? Ach so, okay, da ist die kleine Hütte. Ja, ich muss mich erst finden. Wie schaltet man die? Ach, R2, okay. So, da. Das ist die Munition für die Dings. Ja, der haut einfach durchs Fenster ab. Oh, ich habe das Spiel hier wirklich mal durchgespielt. Das ist ungefähr 5 Jahre her. Auf PC. Wirklich 5 Jahre. 400. Ich habe es auch aufgehoben. Können wir hier wieder hoch? Ne, hier ist eine Leiter. Okay. Nach dir. Was ich sagen wollte, ich muss mich an Sheva auch erst gewöhnen. Bis jetzt habe ich Sheva nur im Multiplayer gespielt, im Söldnermodus. Mit Pfeil und Bogen. Weil ich dieses Seitenverkehrt, ne, ist die ja. Die ist ja jetzt hier bei mir auf der rechten Seite. Ach so. Und das ist für einen Rechtshändler natürlich ein bisschen ungewohnt. Aber ich komme schon klar. Hatte ich auch keiner was anderes gefragt. Weil Sheva ist ja eigentlich nur eine Art warte. Albert Wesker und William Birkin werden als Manager des Ausbildungszentrums angestellt. Okay, die Geschichte von Resident Evil. Ich will das ab und zu vorlesen, wenn ich kann. Daniel klärt hier alles. Hier. Auch die Tonne daneben dir kaputt machen. Hier. Was? Immer auf die Holzdinger achten. Natürlich, das wusste ich doch. Ja, wusste ich doch, dass du wusstest. Ey! So, schmeiß mich mal. Du hast die Tür hinter mir zugemacht, du Arsch. Ja, die hinter automatisch dir. Wieder zu. So, Leiter ist kaputt, das heißt, ich darf dich jetzt hochklatschen. Ja, dann mach mal. Ui, ich hab was gesehen. Ja, so, untersuchen. Da ist ein Schlüssel. Geil. Geile Sache. Okay, wie kriegen wir den? Den kriegen wir dann schon. Den kriegen wir dann schon, na toll. Das klingt nach... Ich mach mal was und du wartest hier, Ivan. Willst du die Olle da?
in die Beine schießen. Warte. Jetzt hinrennen und drücken. Ich kann nicht. Nee, dann nochmal in die Beine schießen. Zurück. Fotze. Sorry. Stirb. Ja gut, das musst du noch ein bisschen trainieren. Das Spiel ist ab 18, ich darf Ausdrücke sagen. Du haust erstmal ab. Was? Nein. Der dürfte gleich rüber geklettert kommen. Na, lass ihn mal. Niemals! Du kommst hier nicht hoch. Niemand will hier eine Mauer bauen. The chant! Do you copy? The chant! Ja. Ja. Ein Schuss tot. Geil. Wenn ich hier in den Bein schieße, ist er trotzdem tot. Da ist einer. Hinter dir. Was? Ja. Du hast nur gleich wieder Kinnlade eine gegeben. Geh mal weg. Der steht Alter. Gleich wieder auf hier, ne? Ja, ja, soll er. Ja, jetzt gibt's Blutwurst. So, hier hinten ist noch was. Hier ist Blutwurst. Hier hinten, komm mit. Hier. Wo? Oh, warte mal. Zurück, komm zurück. Jetzt muss ich wieder durch diese Kaktür, Moment. Ja, wir sind ja hier auch noch nicht fertig. Du musst mir da die Leiter noch hochschmeißen. Dann solltest du hier hinten, aber wenn, sofern nämlich die Leiter hochgeschmissen, hier Munition, kannst du nicht aufnehmen. Wenn du mich jetzt die Leiter hochgeschmissen hast, dann renn hier hinter wieder zurück, ja? Weil da kommen einige Gegner dann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich so schnell zurück bin. Oh, oh, das heißt für mich... Ich muss jetzt nur schnell den Schlüssel holen, den wir vorhin gesehen haben. Und ich renn weg. Aber wohin? Ich warte einfach da. Hier im Haus, bis du wieder da bist. Ah, die kommen zu dir gerannt. Ne, die können mal wegbleiben von mir. Oh oh. Oh oh. Versuch die mal abzuballern. Ich komm schon. Alles cool. Okay. Noch. Getroffen. Schlampe. So, hier lag irgendwo Munition. So, warte mal. Komm mal zu dir. Muss dir nämlich was geben. Echt? Was denn? Ja, danke. Und warte. Das. Danke. Das habe ich da oben noch gefunden. So, jetzt können wir weitergehen. Jawohl. Okay, warte mal. Mach mal auf. So, hier kannst du dann rein. Alles eh nur Geld. Nur? Schönes Geld. Na, Geld ist ziemlich wichtig. Vor allem, wenn du die Waffen hier auch aufrüsten willst. Hier kommt jetzt einer. Oh, warte mal. Geh mal weg hier. Geh mal weg. Der kriegt ein schönes Geschenk von mir. Arschkopf. Nein! Reicht die Druckwelle. Ich hab gedacht, wir fliegen mitten in die Luft. Er ist tot. Natürlich, hat auch der Ivan geklärt. Nächstes Mal ich mal lieber. Erschreckt sie sonst. Nö. Ach Quatsch. So schnell doch nicht. Ich bin ja wirklich ein Schisser vom Feinsten, aber das ist für mich kein richtiges Horrorspiel. Das ist ja mehr Action. Ja, stimmt. Das ist mehr Action. Hier ist auch, wer auch noch was. Oder? Hier. Ich komme. So schnell bin ich bloß nicht. In den Tomaten hier. Aber das sind aber Riesentomaten. So, hast du da hinten schon die Kiste geholt? Ja, ne? Jo. Ich glaube, wir müssen hier unten rein. Und hier oben? Da ist zu. Achso. So, hier kannst du schon mal deine erste Schrotpatronen nehmen. Yay, wo? Wo bist du? Na, unten, ne? Unten Achso. Musst du reinkommen. Guten ja. Tag. Die ersten, dann hier ist noch Kohle. Kohle. Gib mir Kohle. Alter, Daniel,
Was muss man denn alles erfüllen, um Platinchen zu bekommen? Du musst alle Schwierigkeitsgrade durchspielen. Da hinten ist ein Heilspray. Das heißt, ich hätte am besten gleich schwer nehmen sollen, ne? Du musst, Du musst. Kommst du her, du Wegsack? Du Arschkopf. Aua. Die Olle steht da wieder auf. Niemals. Ich schnitz dich auf, du. Oh, nein. Das war hier dann doch zu viel. Komm mal bitte, wo bist du? Ach, da. Komm mal bitte hier rüber. So, hier ist die erste blaue Marke. Da. Ja. Da, wo ich hin möchte. Was ist ein blaues Zeug? Die BSB-Marke da, die erste. Ach ja. Die zeigt dir auch alle 30. Geil. Die brauchst du jetzt, um deine Waffen in unendliche Munition und so, ne? Dafür braucht man die. Hier oben war noch eine Schatzkiste. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Weißt du natürlich. Jawohl. So, das heißt, wenn man auf Platin spielen möchte, müsste man theoretisch komplett gleich auf schwer anfangen. Nee, nicht unbedingt. Nee, kannst du ja auch gar nicht. Der letzte Schwierigkeitsgrad ist Profi und der schaltet sich erst frei, wenn du schwer gespielt hast. Also Veteran. Also zweimal muss man das Minimum durchspielen. Ja, ich denke mal jetzt, da du auf normal... Oh. Armes Blümchen. Armes Blümchen. Ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt, weil jetzt normal, wenn man das durchgespielt hat, das musst du mir dann am Ende sagen, ob du dann die Trophäe vielleicht auch gleich dazu kriegst. Ansonsten müsstest du nämlich noch in leicht durchspielen. Hier, komm her. Warte. Hier haben wir doch den Schlüssel geholt. Ja, ich lauf nochmal außen rum, weil ich's kann. Ja, ne? Hier. Ja. Wenn wir jetzt aufschließen. Oh, ja. Da hast du deine erste Schrot. Hier ist noch Munition. Ja, wie krieg ich die jetzt? Warte mal. Das muss ich jetzt. Im Y-Dreieck drücken. Ja. Und dann packst du sie dir auf den Platz, wo du sie haben willst. Du kannst auf den Platz, du kannst, wenn du die Waffe jetzt in einem Platz hast, da, jetzt drückst du, dann drück mal X. Ach, hab's. Und dann kannst du, ne, und kannst die andere Waffe, genau. Genau. Jawohl. Du hast sie jetzt auf die Schnell-Dings tasten. Das bedeutet, wir kriegen gleich einen dicken Gegner. Weil ich eine dicke Waffe bekomme. Nicht unbedingt. Das ist. Die Tussi hast du doch gerade gesehen in der Sequenz. Hier ist noch eine Tonne. Die Tussi. Das ist eine Dame, hier, ja. Hier wäre noch ein Huhn. Ja, töte es. Gibt's dafür eine Tussi? Nee, das. Ich glaube. Das nicht. Man kann von Hühner Eier kriegen. Trophäe kriegst du, wenn du von den Hühner ein weißes Ei, ein braunes Ei, ein vergammeltes Ei. Und ein goldenes Ei hast. Hier kriegt man, glaube ich, irgendwo ein Ei. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Ich geh dir gleich an. Oh. Okay? Oh. Oh. Willst du mal noch pissen? Geht so mehr. Jetzt schießt er wieder viel zu. Okay, ich bin bereit. Ja! Hier hinterlässt den Schatz. So, jetzt könnten wir. Moment mal. Hier, komm mit. Hier kommen auch noch ein paar. Aber da war eine Kiste. Komm, ja, können wir gleich. Müssen wir sowieso gleich lang. Lass uns erstmal die hier unten töten. Aber Munition. Ja, na gut. Ich hör mal auf dich. Du wirst schon wissen, was du mir sagst. Nein, ich hab noch was übrig. Ja, komm her. Komm spielen, komm her. Keiner mehr. Von da oben. Schön unten bleiben.
Oh, jetzt cool. kannst du kommen. Dass ich nicht laufen kann und gleichzeitig nachladen, ist auch ein bisschen kacke. Hier. Yay, dich habe ich gebraucht. Ah, lass sie mal herkommen. They're under attack by an unidentified hostile. Reinforcements head toward the deal coordinates immediately. Zack. Jawohl, das klappt doch ganz gut. Ich gewöhne mich langsam wirklich an die Steuerung. Hast du recht gehabt? Mhm. Ich habe ja wirklich das nicht gedacht. Also ich glaube, ich kann mit der Munition ein bisschen verschwinden. Diese Schlösser, die kann man auf zwei Arten. Entweder mit der langweiligen mit Messer oder aufschießen. Das geht auch. Aber da müssen wir nicht lang. Müssen wir nicht lang. Ja, warte mal, Daniel. Lass uns mal einen Schnitt machen. Ja, okay. Warte. Abbrechen. Dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 5. Und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Ja, tschüss.